hellwach. 30 Sekunden sind gespielt. Da ist Skarke an den Pfosten. Der erste Aufreger also. Klasse gemacht von Tim Skarke. Erst sein viertes Spiel in dieser Saison. Hatte ja auch verletzungsbedingt ein paar Probleme. Da scheppert es erst zum ersten Mal in Regensburg. Ja, die taten sich schwer, die Oberpfälzer. Der Trend zuletzt ja doch eher negativ. Und bei Darmstadt merkte man an, die hatten Selbstvertrauen. Vor allem Skarke, nächste Möglichkeit, 21. Minute. Da war Alexander Meyer gerade noch dran. Der war nicht so einfach zu halten, nicht so platziert. Aber den sieht er ganz, ganz spät, wie man hier, denke ich, ganz gut erkennt bei Darmstadt. Die Regensburger hatten im Übrigen im ersten Durchgang keinen Ballkontakt im 16er bis zu diesem Zeitpunkt. 36. Minute, dann Seidel, also das erste Mal, dass der auf sich aufmerksam machte. Mit seinen 2 Metern, nicht mit dem Kopf, sondern mit der Fußspitze. Klar, bei 2 Metern sind auch die Extremitäten relativ lang. Gute Chance also für ihn. Flanke kam von Karic, auch der neu bei Darmstadt im zentralen defensiven Mittelfeld. Dann mehr oder weniger Verzweiflung. Bukalfa, 43. Makridis, der ihm da den Ball auflegte. Das war es dann auch schon und zeigte auch so ein bisschen die Problematik bei den Oberpfälzern. Das, was sich wie so ein roter Faden durchzieht, seit Anfang November von 5 Partien 4 verloren. Skarke, sowas wie der Mann der ersten Halbzeit, weil er ja die beste Tormöglichkeit hatte. Und Selim Begovic, er wechselte dann aus zu Beginn der zweiten Hälfte. Kaliskana kam rein und auch Weghesser. Und das machte sich gleich mal bemerkbar, denn auf einmal war Druck da im Spiel der Regensburger. Und wie Albers, Bukfala, auch das war jetzt erstmal nicht so ganz gefährlich, aber es war der erste Schuss aufs Tor innerhalb des Strafraums von den Regensburgern. Und es ging so weiter. Beschuskov, gute Möglichkeit und auch da eine gute Chance, die sie da hatten in der 57. Minute. Zeigt auch schon mal, dass Regensburg jetzt gewillt war, in diesem zweiten Durchgang weiter nach vorne zu spielen und sich Chancen rauszuarbeiten. Toll, wie er den da annimmt. Beschuskov, dessen Vertrag ja ausläuft im kommenden Sommer und durchaus schon im Interesse des einen oder anderen Clubs ist, schon auf dem Posten. Tietz wäre dahinter gewesen, der hätte den wahrscheinlich auch noch vor der Linie halten können. Es verstärken sich die Offensivbemühungen der Regensburger und sie wurden immer gefährlicher. So wie hier, Singh, klasse Möglichkeit, 68. Minute. Wegesser, der Eingewechselte mit der Vorarbeit, Albers mit dem Kopfball davor. Und es ging jetzt in die richtige Richtung aus Sicht der Regensburger. Nicht so richtig gut verteidigt von Darmstadt. In dem Fall hatten sie Glück. Singh, ja, der Topscorer der Regensburger mit 5 Toren und 7 Vorlagen. Da hätte er durchaus das Tor machen können. Darmstadt hatte Probleme im zweiten Durchgang. Nach vorne ging eigentlich plötzlich gar nichts mehr. Auch im Mittelfeld keine Präsenz mehr. Seidel, leichter Schubser von Elvedi, der den Ball da eigentlich sicher hat. Und dann ist Tietz dazwischen, macht der Klasse, klaut sich den. Super Zweikampf auch gegen Elvedi. Und dann sieht er Karic, Tor! 70. Minute, der 24-jährige Österreicher mit seinem zweiten Saisontreffer, aber Elvedi mit dem Fehler. Da hat er den Ball und dann keinen guten Kontakt am Fuß. Und Tietz macht das natürlich super robust im Zweikampf. Da das Auge auch im Rückraum, sieht er den Mitspieler. Karic mit der Innenseite macht er da sehr präzise und überlegt und schiebt den da unhaltbar für Alexander Meyer in die Maschen. So ein bisschen der zweite Durchgang auf den Kopf gestellt, weil die Regensburger bis dahin wirklich nah dran waren, hier selbst in Führung zu gehen. Und sie hatten dann auf einmal natürlich ein moralisches Problem, die Gastgeber. Ganz anders Darmstadt, die auftreten, vor allem Karic, der war plötzlich aber sowas von wach da auf der linken Seite. Macht ein super Spiel von diesem Zeitpunkt an und es setzte sich fort. Seidel, auch er nutzte seine Chance, auch wenn er bis dato nicht getroffen hatte, war sehr präsent dort vorne drin. Und die Regensburger waren auf einmal nicht mehr in den Zweikämpfen drin, so wie hier. Pfeiffer mal aus der Distanz, 75. Nicht angegriffen worden, der Innenverteidiger. Schlechtes Zweikampfverhalten der Gastgeber auch hier. Und das zog sich sofort. Irgendwie war der Stecker gezogen bei ihnen. Ja, vielleicht auch eine Frage der Kraft, wie auch immer. Auch hier Karic, der da einfach durchläuft. Kaum Gegenwehr von Jan Regensburg. Fast das 2:0. Das Ganze 9 Minuten vor dem Ende. Gab es dann noch mal irgendwie ein Hallo wach der Regensburger? Hier so ein bisschen. Und die war gar nicht so schlecht, die Chance von Beschuskov. Bisher ja 8 Kopfballtore für die Gastgeber. Das ist der Topwert in der zweiten Liga. Und der hätte durchaus gefährlich werden können aus Darmstädter Sicht. Nicht ganz so optimal. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Darmstadt
kontrollierte das Geschehen und den Ball. Regensburg ließ sie einfach mal so ein bisschen gewähren. 3 Minuten schon drüber über die Zeit. Da ist Tobias Kempe, der wird nicht angegriffen. Das sollte man nicht tun. Was für ein schönes Tor. 3. Saisontreffer für Tobias Kempe. Natürlich ein super Schuss, keine Frage. Aber so ein bisschen Druck gegen den Ball schadet nicht. Ne? Hier zum Beispiel Salah, der nicht hingeht. Kalis Kane, der nicht angreift. Alle schauen nur zu. Ein herrliches Tor, zweifelsohne. Aber das hätte man aus Sicht der Regensburger auch vermeiden können. Am Ende war damit natürlich der Deckel drauf. Die Darmstädter entführen 3 Punkte, revanchieren sich für die 0 zu